Ich mag das immer von 11, 13, 17, 21. Horizontal, Abschnitt. Ich mag das Gefühl von Wörtern. Von Wörtern. Wo stehen wir dann? Tragen, weil ein Ding im Gleichgewicht mit sich selbst Emotion weder abgibt noch in sich hat, sondern Sätzen, die in sich selbst durch das Gleichgewicht existieren. Alles Lebendige ist ein Nicht-Gleichgewichtssystem. Alles Lebendige ist eine Gratwanderung. Musik.
Liebe Freunde, manche haben keine, wirklich gar keine Feuerlöscher zu Hause oder im Office. Oft ist es Vorschrift und wenn mal was passiert, streikt oft die Versicherung. Das gibt unfassbare Probleme. Außerdem ist es doch super, wenn es mal anfangen sollte zu brennen, es sofort löschen zu können. Und das kann so schnell passieren. Nachher ist man immer erst schlauer. Stimmt? Da die Wirklichkeit das Innen ist und die Zeitungen das Außen sind und niemals das Außen-Innen ist und niemals das Innen-Außen ist, außer in den seltenen und eigenartigen Fällen, wenn das Außen durchbricht, um Innen zu sein, weil das Außen so sehr Teil eines bestimmten Innen ist, dass sogar eine Beschreibung des Außen das Außen nicht völlig vom Innen befreien kann. Tap, 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 tap. Hiermit und dem Zeichen 0 kann jede beliebige Zahl geschrieben werden. Wie und wo entstand die 0? Woher kommt sie und wer hat sie uns gebracht? Von wem und wann wurde sie eingeführt? Ist die 0 eine Zahl oder eine Ziffer oder beides? Um die letzte Frage als erste zu beantworten, beides. Die Ziffer 0 bedeutet an jeder Stelle einer Zahl etwas anderes. Die Zahl 0 ist das Ergebnis einer Zahl minus sich selbst, also 7 minus 7 ist 0. Durst haben minus Durst haben ist 0 Durst. Bock haben minus Bock haben ist 0 Bock. Und so weiter. Monoton. 3, 2, 1, 7, 0. 180. 3, 2, 1. Die 3 bringt immer die Lösung. Sie holt die 1 aus ihrer Ausrichtung auf einen Punkt und erlöst die 2 aus ihrer Gefangenschaft. Eine offensichtlich wahre Aussage, das heißt, das könnte ja jeder behaupten, deshalb muss dies auch noch bewiesen werden, ist aber halb so schlimm. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
3 bringt immer die Lösung. Sie holt die 1 aus ihrer Ausrichtung auf einen Punkt und erlöst die 2 aus ihrer Gefangenschaft. Es liegt hier also nahe zu vermuten, dass die Folge streng monoton wachsend ist. Das sieht furchtbar kompliziert aus, ist aber halb so schlimm. Ich mag das Gefühl von Wörtern.